Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier für Ausbildung Marsch, Version 2.7. Ja, wir machen weiter mit Ballenpressen, das hat jetzt geklappt, der Anfang läuft und ich kann zurück zum Zementwerk und die ersten Steine verkaufen. Jo. Ne? Kurz. Geladen. Auf geht's. So, Richtung. Ja, Baumarkt, ne? Vielleicht will jemand gut pflastern und reichlich pflastern, kann sein. Wasser fahren wir einfach nicht. Aber ich müsste Wasser zur Brauerei fahren. Fällt mir gerade so ein. Gut. Wir machen erstmal die, was wir machen wollten. Die Produktion, der Quatsch, die, den Verkauf und die Rübenernte. Hoffe, das läuft. Ich sehe gerade wieder Blocking. Wenn ich Blocking sehe und Full, also Gras geht. Gras, ja. 3 Blocking. Oh, Mann, Mann. Das ist nicht gut. Ja, das ist immer Anführungszeichen blöd, wenn das nicht läuft. Wahrscheinlich ist irgendwo einer im Graben fest, ne? Anführungszeichen. Oder ich habe das eigentlich mal eingestellt gehabt, jetzt holt er nicht mehr hin. Und zwar hat anfangs geklappt, jetzt klappt das nicht mehr. Gehen wir auf 0. Das ist ungünstig, wenn es nicht klappt. Wie gesagt, das ist böse Überraschung, ne? Dann geht ja nichts weiter, ne? Wenn die prinzipiell nichts abfahren, dann fährt er ja nicht weiter, ne? So ein kleines Rübenfeld, ne? Ist ja wissen, ne? Ach ne, in dem Bildschirm. Das muss ich gleich mal ändern. Das ist dann Anführungszeichen blöd. Das ist immer. Ihr seht das zwar nicht, aber es gibt mir so eine Ruckler dabei. Das ist schlecht. Ich hatte extra die Anhängerhöhe ein bisschen tiefer gemacht, damit das halt nicht passiert, dass die da, auch wenn sie dicht dran sind, das werde ich hier gleich ändern können, weil wird hier gleich in grün sein. Maus, nicht da, ist Maus da. So. Ja, auf 0. Brauchen wir sie auch nicht. Den anderen hatte ich schon gehabt. So eingestellt. Gut. Auch zum LKW. Möchte ja weiterkommen hier im ja, im Geschäft, ne? Im Spiel. Muss ja hier vorwärts gehen. Fahren wir jetzt mal links lang. Ist ganz schön heftig, die Rampe. Von lang LKW. So. Mal ein bisschen Blick nach oben, ne? Wollen wir die Sonne sehen. Oh, die Wolken. Und wir haben spät 11, um Viertel 12, bald Mittag. Ja, Mittag. Aber essen darf ich jetzt nichts, weil ich so müde. Obwohl eigentlich normalerweise, ich habe ja geschlafen, also von daher sollte das nicht sein. Aber das Essen kochen dauert ja immer so lange. Muss ja gemacht werden und dann ist locker 2 Stunden, 1,5 Stunden, ja, kochen, vorbereiten. Ja, später. Vor dem Volltank, der nächste muss hoffentlich da. Das muss laufen. Und das ist 120. Ja, wenn Milch schon rausgeht, immer der Dings hier, der. Aber die 60 Hertz, das ist ein bisschen nicht variiert. Jetzt sind wir wieder weg. Jetzt haben wir konstante 60 Hertz. Mehr geht ja im Spiel nicht. Von daher. Müsste die Monitore. Ach, hier. Hier. Ist mal mehr passiert. Ha!
Straße verschoben. Hat er irgendwas irgendwo verschoben mit dem Ding, hat er mal erzählt. Wahrscheinlich ist dadurch hier das auch verschoben. Ja gut, das ist nur reine Optik, ne? Also von daher alles gut. Ha, hier. Die Ball muss ich noch sammeln. Na gut, das ist nicht schlimm. Naja, schlimm. Ja, auch eine Tagesarbeit, ne? Ja, das sind viele Ballen, ne? Soll ja noch was gemacht werden hier. Mit, ja, Weizen oder Gerste, eins von beiden. Also ein Feld Weizen, ein Feld Gerste. Erstmal die Bierproduktion zum Lauf bringen und wenn später mal die Mühle da ist, dann können wir auch Dinkel und Zeug nehmen, ne? Fahren wir hier lang. Aber da bin ich auch nicht ganz sicher, ob ich die Bierproduktion hinbekomme. Vom finanziellen her. Muss ja auch bezahlt werden. Müssen auch noch Schweine, muss ich auch noch hinfahren zum Schlachthof. So. Wann? Ja. Zu Ostern wahrscheinlich, ne? Ostermontag oder so. Ist ja auch wieder bald, ne? Ostermontag. Kommt ja bald. Ich habe gerade heute geschaut. Der 1. Mai ist ein Samstag. Leute, das ist gemein. Die Feiertage fallen richtig blöd. Angefangen vom Weihnachten. War schon ungünstig und jetzt kommt das entsprechend noch hier mit. Ja, die Hopfenfelder wollen noch gepflügt werden, ne? Ich weiß nicht wann. Zur Not. Naja, im Frühling ist Quatsch. Da. Ja, könnte man pflügen, das ist kein Thema, ne? Aber besser wäre. Ja, so kommen wir nicht rum. Besser wäre. Wir würden das noch im Herbst machen. Ne? Aber die Gärreste würde ich jetzt im Herbst nicht machen wollen. Wenn keine Frucht drauf kommt und dann wachsen kann, könnte es ja versickern. Ne? Natur wäre das so. Lässt sich nochmal eine Gärreste umstehen. Vielleicht knallen wir die Gärreste rauf, wenn die Frucht ausgesät wurde. Mal sehen. Mal schauen. So. Z. Mal gucken, was das Wendt bringt. Steine, mal sehen. Hm. Naja, ganz ordentlich, ne? Nicht mehr wie Bier, aber Zement ist auch nicht gerade dolle. Klopapier wäre ganz gut. Das können wir machen. Nimmt er alles? Ne, die hinteren beiden nicht. Ja, Zement ist auch im Keller. Das hat, ist irgendwo, als wenn dann der KI das riecht, dass ich hier was gerade Geld brauche. Aber die Rübenernte läuft zum Beispiel, das ist ganz gut. Ah, nimmt alles. Okay, dann kann ich jetzt zur Papierfabrik fahren. Ein Klopapier für 2000, das lohnt sich. Müsste eigentlich was da sein, aber es könnte auch sein, dass nichts da ist. Die schließt man nicht aus. Dann, ja. Müsste ich schauen. Müsste man zwei Wochen mal was leisten können, ne? Für die Rübenernte. Und Cutter dazu. Ist äußerst ärgerlich, dass ich da das Geld nicht rankriege. Anführungszeichen, also jetzt zur Not Geld leihen. Aber Geld leihen wollte ich mir eigentlich nicht. Ich habe schon ein bisschen Schulden, aber bin mir ganz sicher, dass wir das Ende des Jahres zurückgezahlt bekommen. Kein Thema. 33.000, ja, immerhin, ne? Ja, hier sind noch Paletten. Also hier brauche ich auf jeden Fall Hackschnitzel. Die sind eigentlich vorhanden, ne? Muss ich nur hinfahren. Oder hinfahren lassen. Müsste aber auch theoretisch irgendwann mal wieder Holz hinfahren, aber wie gesagt, jetzt zur Zeit zur Ernte ist das
Ja. Wasser ist da. Gut. Papier. Papier ist nicht viel da. Karton auch nicht. So. Braucht dringend. Lustig herfahren. Also wird's auch nichts. Müssen wir ein Fahrzeug schnappen. Und zwei Ladungen herbringen. Da wir noch einen Rest kriegen, ne? Und dann müssen wir bald Befehl Nummer 65 alles klar machen. Gut, nur 10 Stück, aber immerhin, ne? Fast voll. Ungleichmäßig beladen. Junge, Junge. Obwohl, Toilettenpapier dürfte da kein Problem sein. Wer will die haben? Lidl, ne? Oder Edeka. Nimmt sich beides nicht viel. Ein paar Euro macht es auch nicht rein nicht fett, aber gut. Dann fahren wir dahin, wo meistens gezahlt wird, ne? Muss man sehen. Na, hier gleich noch ein Fahrzeug knappen, beiden Anhänger, ja, die Hackschnitzel. Paletten aufgeladen. Na, das ist kein Korntank, das ist ein Dings hier. Rüben, Rüben, Junge, Rüben. Ach, wisst ihr was? Der Lidl liegt hier auf dem Weg. Palette nimmt das so nicht an. Die können wir später wieder abholen. Da fahren wir hier hin. So. Z. Und später, das sieht auch, wenn alles nimmt. Verkauf erstmal nicht weiter. Wir fahren nochmal Richtung Hof. Weil. Ist ja überall kein guter Preis. Dann bereiten wir Feld 65 vor. Müsste im Guten hinkommen mit dem Geld. Sowas kaufen können. Dann können wir noch die Miesen, nächsten Wiesen mähen und schwatten. Vorbereiten. Also immer mähen, dann schwatten. Die Ballen pressen. Werden sie noch eine Weile brauchen. Zur Not könnte man ein paar Ballen einsammeln. Zum Schlachthof, ja, da muss ich auch hin. Schau mal. Da nehmen wir einen anderen LKW. Der ist ja nicht dauernd suchen müssen. Ne? Im Hof steht er ja bei den Kühen. Schlachtbullen habe ich aber noch keine. Mal gucken, ob ich da. Ich will ja die Kühe behalten, ne? Also apropos Kühe, Milch. Die Milch könnte ich auch weiterhin verkaufen, ne? Noch nicht zugekommen. Weil die Molkerei kann ja dann auch produzieren, nur eine Milch fehlt halt, ne? Gut, das müssen wir da gewesen sein jetzt bis jetzt, ne? Muss ich halt, ja. Den könnte ich eigentlich hier raufstellen. Ich denke mal, dass wir näher Ballen sammeln werden. Gut, die brachte gutes Geld. Die. Dann brauchen wir nicht gucken, das ist die Silage. Irgendwann noch das Grasballen. Ja, genau. Hackschnitzel, ne? Hackschnitzel, LKW noch einmal nehmen. Weil die Produktion muss laufen. Die werden wir mal. Karton brauchen oder Papier, dann haben wir ein Problem. Aber den kann ich hier lassen. Dann haben wir ein Problem, weil wir dann keine Produktion nicht weiterarbeiten lassen können. Ne? Deswegen müssen wir immer ganz kurz zwei Ladungen Hackschnitzel hinfahren mit dem Anhänger, mit dem blauen. Dann hier, das läuft ja noch ein bisschen, das dauert noch ein bisschen. Rüben dauert ein bisschen lange, das ist halt so. Der ist auch so voll, ne? Wir haben auch richtig guten Ertrag. Der Objekt blockiert. Hat sich einer hingestellt.
Ich sag ja, zu arbeiten kommst du hier nicht. So. War nicht mehr. Gut, okay. Blocking Vario Gras. Wie ist das Blocking? Entschuldigung. Okay, deswegen, weil er warten musste. Er nimmt hier auch nicht alles auf, teilweise. Indem man zu viel Ernte. Aber alles gut. Wenn zu viel Ernte ist, okay. So. Ach so, Hof. Ich wollte ja hier zur Dings fahren. Zum Sägewerk und da die Hackschnitzel holen und zum Papier zurückfahren und nicht zum Pellets. Da muss ich jetzt aufpassen. Nehmen beide Pellets an, ne? Aber Holzpellets ist jetzt zu schade jetzt dafür. Ja. Das hört mir gerade so ein, das könnte man in Thüringen machen und dann globalen Markt verkaufen. Weil da ist ein bisschen Flaute. Mit der Arbeit, ne? Weil 9 Tage und was viel wichtiger ist, ist noch nicht reif. Wird nächstes Jahr ein bisschen anders sein, weil dann wahrscheinlich auch 6 Tage zurückgehen werde, beziehungsweise die Ernte früher kommt, wegen, weil ich im Herbst auch sehen werde, ne? Genau. Entschuldigung. Kratzt ein bisschen im Hals. Ein bisschen haben wir da. Können wir ja nutzen, ne? Also, ich sehe gerade, die Zeit ist wieder zu Ende. Sag mal tschüss, ciao, ciao. Ja, wie gesagt, morgen geht es hier weiter in Thüringen. So wieder. Junge, Junge, ist soweit. Hier, der Marsch. Da verkaufen Hackschnitzel. Wir liefern Hackschnitzel an die Papierfabrik. Mensch, das ist schwierig heute. Tschüss, ciao. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Tschüss.